Hey Freunde, einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zur Sternenkind-Saga. Ja, in der letzten Folge haben wir uns hier in der Bibliothek der Drachenhalle schon etwas umgesehen und einige interessante Einträge gefunden, auch witzige Einträge und unter anderem ein nettes Easter Egg, wie ich finde, was einerseits auf schöne und kreative Weise vor allem, aber auch auf dramatische Weise hier eingebunden wurde. Und zwar, wenn ich jetzt den richtigen, glanzgefälligen Lieder, genau, hier ist es nochmal. Gutes Mädchen lief einst fort. Ich lese das jetzt nicht nochmal durch. Ich scroll das hier jetzt nur nochmal durch. Und zwar hat man hier neben der Eigeninterpretation dieses Liedes auch noch etwas über Arsons Vergangenheit erfahren. Und von wem dieses Lied im Spiel stammt, nämlich von Hakis Bruder. So, ich klicke das hier jetzt nochmal durch, damit ihr das nochmal kurz sehen könnt. Trauriges Ende, ja. Und ich habe gesagt, dass ihr mir in die Kommentare schreiben mögt, wenn ihr dieses Lied kennt. Tja, es wurde versucht, aber wohl zu aktuellem Stand dieses Videodrehs nicht herausgefunden. Deswegen, ich habe ja gesagt, wenn ihr das nicht erraten könnt oder es nicht wisst, werde ich die Auflösung geben. Und zwar ist das eigentlich ein Song von einer deutschen Folk-Metal-Band. Und zwar Subway to Sally, Kleid aus Rosen. So heißt das Lied. Ein, finde ich, sehr wunderschönes Lied. Aber auch traurig. So, und jetzt wollen wir uns mal weiter hier umschauen. Ja, wo soll ich denn hier anfangen, Mensch? So viele Bücher, so viele Schwarten und meine Fresse, fette Schinken hier. Eine Abhandlung über die vielen verschiedenen Arten des Töpferns. Ja, das ist wieder dieser Standardkram. Den werde ich, wie gesagt, nicht weiter durchlesen. Med. Fachliteratur, Chemie für jedermann. Kann ja jeder. Heilkräuter für den Feldeinsatz. Abstauben. Verhaltungslektüre. Im Westen nur Altes. Wie jetzt? Gar nicht. Wohl ein Buch, das sich um die schrecklichen Vorkommnisse der Orkkriege an. Also, ja. Teile der Mauer im Osten stehen immer noch und die ist weitaus älter. Mal so nebenbei bemerkt. Von wegen im Westen nur Altes? Nee. So ist das nicht. Antion, blablabla. Die Power weisen unsere Drachenschiffe. Hochsee, Fischerei, alte Schriften 2. Der Kodex des Götterkindes Arion. Des Zeitenwächters, der über die Zeit der Menschen auf Erden wacht. Aus diesen Werken zu lernen, ist die Erfüllung jedes guten Mannes. Großer und gütiger Arion, Herr über Zeit und Wandel, Gebieter und Freund jener, die ihre Zeit nicht leichtfertig vergeuden, sondern ihr Leben wahrhaftig würdig verleben. Bis es nach deinem Ansinnen zu Ende sei. Gebieter, wir danken dir für Zeit und Ordnung. 15 Talentpunkte. Ja, dafür machen wir den Kram hier auch. Man kann hier auch noch Steinchen finden und Talentpunkte und interessante Sachen herausfinden. Wie wir vorhin, beziehungsweise in der letzten Folge ja gesehen haben mit dem Lied. Ach, ich habe jetzt einen Ohrwurm davon. Ich glaube, ich höre mir das nachher nochmal an. So. Also ich finde es sehr toll. Dies scheint das Werk des Architekten zu sein. Der ist auch wieder Standard. Ja, Brotbacken. Hafespiel. Brotbacken. Genau, wir waren jetzt brotbackende Baten. Mit Hafespiel und Brotbacken. Und Brot. Und Bücher, Schriftrollen und Pergamente. Man könnte denken, dass in dieser Bibliothek das Wissen aller Menschen gesammelt ist. Einen Augenblick, Freunde. Ich bin mir sicher, ich habe einen Lichtreflex hinter diesen Büchern wahrgenommen. Ah ja, hier ist tatsächlich etwas. Ungeschliffenes Sonnenauge. Hochseefischerei. Pökelfleisch, Fleisch, Met. Oh ja. Und Bier. Genau. Met, Fleisch und Bier. Was brauchen wir mehr? Freunde, in diesem Buch findet sich das Caradon-Lied. Jenes Werk, das von den Göttern selbst geschickt Mut und Zuversicht in die Herzen der mutigen Clansmänner pflanzt. Caradon, dein Leib wird getreten von Orken. Deine blutenden Krieger, sie sind nicht allein. Zusammen gestritten, gemeinsam gefochten, in Liebe verbunden, der Sieg wird unser sein. Wo Hass einst regierte, thront nun die Rache.
wurde Ork getötet, da sickert das Blut. Wir Krieger niemals einsam halten die Wache. Der Glaube an Alkandor ergibt uns den Mut. Über die Trennberge, da jagen die Drachen. Ihre Mäuler setzen Feinde in Brand. Caradon, o Caradon, morgen wirst du lachen. Wenn die edle Thorinja geht auf überm Land. Thorinja mit deiner Liebe im Herzen, Alkandor mit deiner Flamme in der Hand. So kämpfen wir ehrenhaft gegen unsere Feinde, so kämpfen wir bis zum Tod für unser Land. Ein Attributspunkt. Sehr schönes Lied, finde ich. Also da hat man sich echt Mühe gegeben mit den ganzen Texten und auch den eigenen Interpretationen von bekannten Liedern. Ich glaube, das, ja, das kommt mir von der Schreibweise sehr bekannt vor, was wir uns gerade durchgelesen haben. Es kann sein, muss natürlich nicht, wer es besser weiß, der berichtigt mich bitte. Aber ich meine, so etwas in der Art schon mal in einem Song im englischsprachigen Raum gehört zu haben. Aber wie gesagt, wenn das wirklich selbst geschrieben wurde vom Entwickler, dann berichtigt mich bitte, wenn ihr das wisst. Würde mich interessieren, wirklich. Aber ich meine, wie gesagt, das irgendwie in der Art schon mal gehört zu haben. Ja, Sira, Ronja, Storm, Dottir oder so. Ich kann das nicht aussprechen. Met. Pökelfleisch. Met. Fleisch. Nein. Poesie. Hafenspiel. Hafenspiel. Und Brotbacken. Nein! Eine Abhandlung. Mann. Hand ab. Handlung. So. Über die vielen verschiedenen Arten der Orientierung dichter Wälder. Waffenschmieden. Notizen. Gebete der großen Göttin zu ehren. Oh, was ist das denn? Ein kleines Kästchen hinter einem der Bücher. Doch ist es verschlossen. Na, kein Problem für unseren fingerfertigen Schlossknacker Haki. 260 Münzen. Ja. Und weiter. Ja. Was über das Volk des Drachen. Auf diese Weise mögen wir viel über... Ja, 5 Talentpunkte. Auch sehr Fischerei. Harnischmacherei. Wird alles gemacht hier. Poesie. Der Kodex des Götterkindes Archon. Des dunklen Halbgottes, der uns Menschen nach dem ehrenvollen Tode nach Arminia bringt. Aus diesen Werken zu lernen, ist die Erfüllung jedes guten Mannes. Dunkler Archon, Beschützer des Todes. Schirmer jener, die nicht leichtfertig gefallen, dem Feinde selbst im Tode noch schrecken. Dein ist die Macht und der Weg in die unsterblichen Hallen des Ruhmes. Und die Ewigkeit lacht mit jenen, derer du dich annahmst. Dafür danken wir dir. 15 Talentpunkte. Ja, dafür, dass wir das gelesen haben, würde uns auch gedankt. Mit 15 Talentpunkten. So, ich will das hier auf jeden Fall in dieser Folge noch durchkriegen. Ist mir jetzt ehrlich gesagt egal, ob ich das ein bisschen überziehe, aber wir haben ja noch genug Zeit. Aha, allerlei Fachliteratur. Geliebte Lieder der Thorinja. Fachliteratur, die Harfe und ihr symbolischer Stellenwert im Herz der Finsternis. Mit 2 S geschrieben. Da hat man den Finger wohl zu lange auf der Tastatur gelassen. Ach ja, diese kleinen Schönheitsfehler. Finde ich nicht schlimm, passiert. Das sind halt so Dinger. Wie dieses Buch über die legendären Fahrten des großen Hallgier-Wellenbrecher, was wir schon so oft gesehen haben. Das sind halt so kleine Fehler, die einem nicht sofort auffallen. Kann sein, dass da schon mal was drin ist. Gerade nach so langer Entwicklungszeit. Lauter Leseberichte. Reiseberichte. So. Ich wusste gar nicht, dass es so viele fremde Länder auf der Weltenscheibe gibt. Die Welt ist eine Kugel. Ah, das erinnert mich jetzt an Asterix. Die Welt ist eigentlich heim und der Himmel fällt uns auf den Kopf. Ja. Dieses Regal müsste dringend abgestaubt. Fachliteratur. Tiere im Wald und Feld. Unglaublich, ein Buch über Ackerbau. Mensch, schon wieder eins. Mit Spitzhacke und Ochsenpflug. Band Nummer 12. Abstauben. Oh, Unterhaltungslektüre. Mal sehen, was das ist. Der Feind von Serfan, dem Mann der Hoffnung. Kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor. Ich weiß noch nicht, woher. Wenn ihr das wisst, ihr wisst, wohin.
Mondschein. Nein. Was ist das? Unterhaltungslektüre. Mondschein. Wo habe ich das schon mal gehört? Rhetorische Frage. Der Ritter und sein Nachbar von Ritter Boons, fürchte Gott. Ich glaube, Mondschein war ein, war auch ein Maker-Game, wenn ich mich nicht ganz irre. Achso, das war der Feind. Unglaublich. Auf Ackerbaum will ein Kerfreck. Finde ich schön, dass man das auch so eingebunden hat und gute RPG-Maker-Games scheinbar auch in dieses Spiel hat mit einfließen lassen. Ja, da ist ein super Beispiel dafür. Unterwegs in Düsterburg. Von A. Grandy. Ja, hat man tatsächlich gemacht. Oh, Arson gibt's seinen Senf dazu. Wie schade. Der Titel lässt vermuten, dass es sich um einen Reisebericht aus einem fernen Land handelt. Doch ist es die Geschichte eines Landes, das von Vampiren gebeutelt wird. Aber sehr spannend geschrieben. Ja, so sieht's aus. Auch ein sehr wunderbares RPG. Ein sehr tolles Maker-Game. Heilige Kunst, Schnittwunden, deren Verarztung. Ja, da fällt mir wieder ein, wie ich wieder zur RPG-Maker-Szene gekommen bin. Nämlich durch ein Let's Play von einem guten Kollegen hier von mir. Ja, der hat dieses Game Let's Played und so bin ich wieder daran gekommen. Sehr genial. Ja, ich hab mir auch überlegt, das vielleicht mal hier zu bringen. Wer weiß, vielleicht kommt das ja irgendwann. Gebete der großen Götter zu ehren. Oh, was ist das denn? Ein kleines Kästchen hinter einem der Bücher. Ja, knacken wir das mal. 35. Ja, die sind aber kniepig. War der andere aber besser mit 260. Diener der Stadt. Noch mehr? Im Reich des Drachen. Das so ein Wink ist auf im Reich des Himmelsdrachen. Ist ja auch ein Maker-Game. Unterhaltungslektüre. Die Reise ins Tal von Rahl Trollkopf. Nein! Ja, wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Ich weiß, was damit gemeint ist. Die Reise ins All von Real Troll, ja. Habe ich auch vor Äonen damals mal gespielt. Ist auch schon ewig her. Wollte ich mir auch mal wieder angucken. Brot backen. Hier finden sich viele Werke über Kunst der Hanichmacherei. Ja, es gibt auf jeden Fall sehr viele Maker-Games. Und noch mehr, die nicht vervollständigt sind. Aber auch sehr viele gute. Das war auch ein sehr gutes Beispiel. Einen Augenblick, Freunde. Ich bin mir sicher, ich habe einen Lichtreflex. Ja, gib mir das Amulett. Okay, doch kein Stein. 1001 Elfenwitze. Ja, das erinnert mich irgendwie an The Last of Us. Ehrlich mit ihrem Witzebuch. Wer das Spiel kennt, weiß, wovon ich rede. Von der Kunst der Sterndeutung. Der Kodex des Götterkindes Ars. Des schönen Halbgottes, der uns Menschen das Lachen und die Liebe einst brachte. Aus diesen Werken zu lernen, ist die Erfüllung jedes guten Mannes. Gnadenreicher Ars, dein ist die Schönheit. Dieser Welt und Tautropfen der Sonne. Benetzen dein Antlitz von Güte und Anmut. Dein sind die Werke von Tanz und Gesang. Dein ist das Wissen um Liebe und Begehren. Großer Ars, wir danken dir mit 15 Talentpunkten. Ja, haben wir schon. Hier finde ich viele. Ich mag keine Mathe. Abhauen auf allen Stellen wild hatten wir auch schon mal. Dieses Buch ist kein gewöhnliches Buch. Ein leichter Schimmer umgibt das Werk. Niemandslanze. Ja, ich wollte mir in der Arbeitszimmer mal angucken tun und so, ne? Mal durchlesen und so, den Wälzer. Die Geschichte über den einen Ring. Farbetiere und Ungeheuer. Gollum. Hier stand das Werk eines Architekt. Ja, nein. Tatungslektüre. Die wilden Nächte des Ineluki. Ja, Inelukis Liebesleben. So vom Ohr. Von Sarah Wagdachenauge. Ineluki hat er diesen MP3-Patch, glaubt man, gemacht. Dorfummer 2, nur zurück. Sarawak Drachenauge. Dies ist eine Geschichte eines tapferen Mannes und einer tiefen Freundschaft, für die er vieles bereit war zu opfern. Sie handelt von Selbstlosigkeit, Mut und unendlicher Kameradschaft.
Von diesen Autoren können selbst altgediente Recken noch lernen. Ja, also, wenn das da steht, ne? Hatten wir das hier schon? Ja, hatten wir. Töpfer, Keramik. Nein. Bete der großen Göttin zu hören, Herr mit dem Kästchen, Herr mit dem Gold. Danke. Braucht man sich ja gar nicht mehr durchzulesen. Ne. Keramik. Was ist denn das für ein Buch? Das gehört hier sicherlich nicht hinein. Band der Treue. Können wir uns auch angucken, wahrscheinlich. Oder es ist eine, so eine, ach, wie heißt das jetzt? Bauanleitung, genau. Kann ja auch gut sein. Kerzen ziehen. Harfe spielen. Wir werden Barden. Einen Augenblick, Freunde. Ein Lichtreflex. Ein Stein. Ein Stein der Weisen. Verteidigungsanlagen. Abhandlung. Handablung, Heilgier, Wellenbrecher. Miniwerke, Waffenschmieden, Harnischmacherei, Runenkunde. So, jetzt gucken wir uns hier mal um. Fachliteratur, Runenkunde für Anfänger, Verteidigungslektür, Keltenrabe. Sagt mir auch irgendwas, aber ich weiß nicht was. Ist das auch ein Maker-Game oder sowas in der Art? Oh, jetzt, aber jetzt habe ich mich verplappert. Momentchen, ich klicke das nur kurz durch. Dieses Lied, Freunde, stammt aus der Feder unseres Kriegsentkehler. Ja gut, das wissen wir jetzt schon. Ich lese das jetzt aber nochmal vor. Kein schöner Land in Krieg und Streit, als hier das unsere weit und breit. Die Schwerter klingen, die Krieger singen zur Sterbenszeit. Kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das unsere weit und breit. Die Axt vor Kerben von Orks, die sterben, hier zur Kampfeszeit. Kein schneller Schiff hier weit und breit, als gar das unsere weit und breit. Der Steuermann treibt uns voran zur Sturmeszeit. Keine stärkeren Krieger weit und breit, als gar die unseren in Einigkeit. Die Schilder krachen, die Krieger lachen zur Sterbenszeit. Ja, dort hat sich mal was einfallen lassen, der gute Kayla. Bauweisen Drachenschiffe, Unterhaltungslektüre, und hier haben wir nicht einen 3. Da war da auch mal irgendwas. Ich glaube, das sind alles entweder Abwandlungen oder wirklich genannte Maker-Games. Weil irgendwas mit irgendwelchen 3 oder so hatte ich da auch mal im Auge gehabt. Von der Orientierung. Heilerhandbuch für den Krieg. Fachliteratur. Wenn ihr diese Games kennt, wenn das wirklich Games sind, die damit gemeint sind, Grafie, Caradon, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Und eventuell, ob die eine Empfehlung wert sind. Wer weiß. Ich bin momentan auch so ein bisschen auf der Suche noch nach... Ich hatte zwar einige Maker-Games noch im Petto, aber... Also mir rausgesucht. Aber ich suche natürlich immer weiter nach mehr Maker-Games, die ich hier eventuell bringen könnte. Von daher, wenn ihr noch welche kennt, einfach in die Kommentare schreiben. Die Lehren des Mutes vom Wissen der Macht. Ein Werk der Alcandor-Kirche. Ah, da haben wir jetzt endlich mal was zu Alcandor. Lasst mich doch mal einen Blick riskieren. Gerettet sind all jene, furchtlos den Sturm zum Frieden zwingen. Gesalbt sind all jene, die mit ihrem Blute schützen, wem ihr Herz gehört. Gesegnet sind all jene, die durch die Nacht den Tag erretten. Geweiht sind all jene, die Zorn und Gerechtigkeit in die Länder des Feindes tragen. Das also ist ein Teil der Lehren der Alcandor-Kirche. 6 Talentpunkte. Bier, Schnaps und Wein. Unglaublich, ein Buch über Ackerbau. Schon wieder eins. Jetzt haben wir schon 5. Tintenfässer, Federn, Gänsekiele. Uiuiuiui. Einen Augenblick, Freunde. Ich bin mir sicher, ich habe einen Lichtreflex. Ja, Mondstein. Yeah, Mondstein. Flieg und Sieg und so. Einen Augenblick, ich habe hier schon wieder ein Lichtreflex, ein unreiner Saphir, ich werde nicht mehr. Was hier alle für Steinchen verstecken? Das will ich ja verkaufen oder so. Der goldene Reiter, Jaromir Schattenläufer. Der goldenen Reiter. Ich glaube, das Enders gehört da nicht hin, das zweite. Der goldene Reiter. Oder die goldenen Reiter. So, irgendwas ist da falsch an dem Titel.
Dieses Regal müsste dringend einmal wieder abgestaubt werden. Mhm. Heikun, sauber Schnitzer, präzise Schnitzer. Ach, so viele Bücher. Fachliteratur. Meister Göflas Theorem zur Sicherheit des eines Landes. Ja. Von der Herstellung des Pergaments. Handablung. Abhacklung. So. Truppenverbände für Truppenverbände. Oh, war ja. Kunst der Schmieds. Das hatten wir doch schon. Was haben die immer für Kopien hier? Die Bücher zuliefer sonst. Von Michael Kelvinson. Ja. Welches Maker-Game ist hier gemeint? Ich weiß es natürlich. Also da weiß ich's. Die Bücher Lucifers von Kelvin. Hatte ich mir auch mal überlegt. Das ist wieder ein Kästchen. Ah, meine Bescheiden. Okay, hier brauchen wir Schlösserknacken 3. Das heißt, die Stelle merken wir uns hier mal. Dieses Abteil. Ja, von Kelvin wollte ich auch gerne mal was. Let's playen eventuell. Heldenlieder haben wir hier. Endlich mal etwas, das es sich zu lesen lohnt. Ja, wie jetzt? Oh, berühmte Heldenlieder von uns sagen. Endlich mal etwas, das es sich zu lesen lohnt. Wieso wird das da nicht gelesen? Kurze Frage. Sollte hier eventuell eigentlich noch ein Gespräch triggern? Weil das kommt mir irgendwie so komisch vor. Berühmte Heldenlieder und Sagen. Svenja sagt endlich mal etwas, dass es sich zu lesen lohnt. Hier wird jeder Scheiß vorgelesen, ja? Sorry für die Wortwahl, aber das hier nicht. Wenn ein Charakter mal anmerkt, dass es sich lohnt, das zu lesen, dann kommt da nichts mehr. Das wirkt für mich irgendwie so... Ich weiß nicht. Es kommt sehr komisch rüber. Deswegen, weiß einer von euch zufällig, ob hier eventuell noch ein weiteres Gespräch getriggert wird. Wenn nicht, dann, also dass es eventuell ein Bug ist, dass das da abbricht. Wenn nicht, ist das wirklich sehr komisch. Dieses Regal müsste dringend einmal wieder abgestaubt werden. Hust, hust. Heilkunst, schnelle Heilmethoden. Also einfach Heilmagie. Was ist denn das? Unterhaltungslektüre. Geschichte Rabensteins. Fallenstellen wild. Wir haben es gleich geschafft, Freunde. Wieder abstauben. Eine Buch über die legendären, ja. Die Kraft der Liebe. Ah. Alte Schriften 2. Oh, ein Werk über die Oasen aus dem Lande El-Kasch. Da hat mir auch mal jemand kennengelernt. Wieder 5 Talentpunkte. Na, na, na. Heilkunst, Amputation, jeder kann sie haben. Genau. Kalligrafien, Schrift und Bild. Sind teilweise echt witzig, die Titel. Wissen aller Menschen. Oh. Ich hab da einen Lichtreflex gesehen, so ein magischer Ring, Eisenhans Auge erhalten. Oh. Müssen wir uns bei Gelegenheit mal angucken. Dieses Buch ist kein gewöhnliches Buch, ein leichter Schimmer umgibt das Werk. Das Imperium Nordtelonia gefunden. Ja, ich weiß, was wir damit machen können. Alles von den Feldfrüchten, Ackerbaum mal wieder. Na, was hast du zu sagen? Hey, Mädchen, ich rede mit dir. Hallo. Psst. Dies ist kein Ort der dies ist ein Ort der Stille. Ja, okay. Wir brüllen hier rum. Geschichte der Zwerge, allerlei Fachliteratur, große Helden. Pflanzen und deren Wirkungen. Rauschgift, Hauschkraut. Orkball, das rege Kompendium. Stimmt, Orkball kann man ja auch irgendwann mal spielen, wurde mir gesagt. Mal sehen, ob wir das mal machen. Irgendwann. Wenn wir dazu kommen. Dieses Regal müsste dringend... Ja, gut. Hochkönigin Matelonias. Die Geheimkräfte der Blumen, allerlei Sägetier und Seefisch und die Hoffnung der Fischerei, was wir auch schon 100.000 Mal hatten. So, jetzt sind wir endlich durch hier. Mein Gott, das war viel Input. Und die eine Stelle da unten für Schlösserknacken 3, die werden wir uns mal bei Gelegenheit näher angucken. Ich speichere vorher mal ab so und... wie viele Punkte haben wir jetzt? 121 reicht noch nicht. Wir brauchen 500 für Schlösserknacken 3. Wobei ich eigentlich erstmal...
Tata lernen wollte. Pflanzenkunde 2. Was kann man denn hier noch? Ja, oder eventuell sogar schwimmen und tauchen. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, ob mir das mal einer von euch gesagt hat, aber deswegen entschuldige ich mich für die blöde Frage. Braucht man Klettern 2 momentan? Beziehungsweise bald? Weil ich meine, da mal irgendwie was gelesen zu haben in einem Forum oder sowas wahrscheinlich. Ich weiß nicht mehr wo, dass man das eventuell bald brauchen könnte. An der Stelle, wo wir jetzt gerade in der Story sind. Deswegen, ich weiß, dass der eine oder andere von euch schon durchgespielt hat. Deswegen könnt ihr mir das verraten. Nicht, dass ich mich nachher verskille. So. Jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier für Bücherchen haben. Ah ja, das waren ja die Kriegsbänder. Na, hier war immer noch keins. Schade. Ein paar Minuten machen wir noch. Bestellt das Buch Goflas Schwert, Niemandslanze, Lydias Halle. Gut, 3 Stück. Die gucken wir jetzt mal eben an. Ja, der Lesen bildet. Geboren im ewigen Eis des kargen Ödlandes des Nordens, trotze dieser große Krieger. Okay, sollte das trotzte heißen? Trotze dieser große Krieger und weise Eremit den Gewalten der Natur und des grausamen Winters. Ja, trotzte. Über viele Jahrzehnte lang, bis seine Arbeit vollendet war, ein Dolch. Gesegnet mit heiligen Runen, in welchen die Macht und die Weisheit des großen Gelehrten schlummert. Es heißt, dass nach dem Tode Göflas, ja, der ist wirklich Göflas, da wird er aber mit Ö geschrieben, nun auch dessen Geist dem Deutsche, hoppla, das war das Mikro, innewohnt. Oh, 2 Fertigkeitspunkte, nice, Niemandslanze. Tief im Herzen des Palastes der weißen Klippe Telonias befindet sich die Gruft der Könige und Herrscher aus den Zeiten der Ahnen des Landes. Maskiert und ohne Namen wachsen die Wächter über diesen düsteren Ort und die Königin der Lanzen. Geschmiedet aus klarem Eis, nur dem würdigsten aller Wächter wird diese Waffe verliehen, auf das den sterblichen Überresten der Könige die nie Unheil, soll das wahrscheinlich heißen. Ich lese aber Unbill. Nie Unbill geschehe. 12 Fertigkeitspunkte. Dann das dritte Buch, Lydias Halle. Von allen Vampiren, unter deren Griff das Lande Telonia mehr und mehr ächzt, hat sich die schillernde Persönlichkeit der Lydia Heling? Heling. Herauskristallisiert. So wunderschön, wie ihr unsterbliches Antlitz anzusehen ist, so undurchsichtig sind ihre Pläne, wenn sie gleich einer Spinne in einem schwarzen Netz garstiger Intrigen sitzt und über Leben und Tod ganzer Dörfer gebietet. Doch hat kein lebendes Wesen ihren Palast je gefunden. 25 Talentpunkte. Wer weiß, vielleicht kommen wir da irgendwann mal hin. Also, wenn hier schon von Vampiren die Rede ist. Vielleicht treffen wir mal in der Story auf welche. Ich weiß es nicht. Haben wir das schon gelesen? Ich weiß es nicht. Lesen wir das mal. Daran kann ich mich nicht erinnern. Immer Hort. Ho, sie nennen mich einen Narren. Dass ich einen Ort als Waffe sehe. Aber sie alle werden sich noch grämen, mich einen Narren gescholten zu haben. So wahr ich Rossin Eichenhammer bin. Unvorstellbare Mengen an Münzen, die nur darauf warten, in Waffen und Soldaten eingetauscht zu werden. Oh ja, mein Freund, ich nenne das eine Waffe. Durchaus, durchaus. Interessant. 2 Fertigkeitspunkte. Nein, hatten wir noch nicht. Oh, gucken wir uns hier nochmal an. Bauanleitung Mondschlinge. Telonia. Okay, wenn ich noch irgendwas mit Band der, keine Ahnung was. Mal gucken, was brauchen wir denn dafür? Der Segen eines Hochgeweihten des Arkandors, 3 Feinunzen edelstes Gold, 5 perfekte Mondstein-Edelsteine
und die rechte Gesinnung der Bevölkerung geben einem erfahrenen Arkanor-Geweihten die Möglichkeit, dieses mächtige Schutzbanner um eine Siedlung herum zu errichten, welches die Herzen der Verteidiger mit solchem Grimm erfüllt, dass sie von nun an jedem, der dem Dorf Böses will, doppelten Schaden zufügen. Nett. Aber da brauchen wir wahrscheinlich hohe Gunst bei Arkanor. So wie das da steht. Himmertalonia. Viele hundert Seemeilen südöstlich der Inselkette Caradons findet sich das Inselreich Telonia mit seinen stolzen und wehrhaften Schlössern, seinen disziplinierten Soldaten mit großartigen technischen Neuerungen und der hart arbeitenden Bauernbevölkerung. Das Reich wird von einem Hochkönig regiert, der im großen Palast der Weißklippe lebt und dort die Geschicke des Reiches lenkt. Obgleich es immer wieder zu Streitereien und Überfällen zwischen den Reichen Telonias und Caradons gekommen ist, verstehen es beide Nationen in Zeiten des Krieges jedoch sehr gut, persönliche Motive zurückstecken zu lassen und alte Fehden zu begraben, um gemeinsam gegen weitaus gefährlichere Feinde vorzugehen. Schon seit jeher ist die Insel Peridur fest in der Hand eines grausamen Vampirclans, während auf Jaiman sich mehr und mehr die Nekromanten der Dragata erheben. Während die Bürger in großen und prächtigen Städten leben, zieht es die Landbevölkerung eher in die Wälder, wo seit Generationen die Natur in Form von zahlreichen Waldgeistern und zuweilen sogar Walddämonen angebetet wird. Zwei freie Attributspunkte bekommen wir dadurch. Gut, Freunde. Ja, dann war's das jetzt. Endlich. Wir haben viel Interessantes gelesen und erfahren hier. Zum Beispiel, dass hier einige Maker Games auch erwähnt wurden. Was ich sehr cool finde. Also wirklich. Man hat sich hier unglaublich viel Mühe mit den ganzen Texten gegeben und so. Steckt wirklich eine Menge Arbeit hinter. Aber auch wenn das hier so schön war, wir haben jetzt hier alles drin durchgearbeitet. Würde ich sagen, dass wir uns in der nächsten Folge wirklich mal auf den Weg machen. Und endlich mal zum Leuchtturm gehen, wo wir schon seit längerem hin sollten. Und damit sage ich mach's gut, ihr macht's besser. Bis dahin. Ciao.